Vorweihnachtszeit ist, wenn es halt einfach ständig irgendwie an der Tür klingelt und man ständig irgendwo hinrennen muss. Nein, ich möchte nicht zurück zur Weltkarte. Hier sind tausende von den Viechern. Da unten sind noch farblos Flecken. Da sollte ich vielleicht vorher gerade noch einmal vorbeischauen. Hier, das geht noch. Ich ziehe das jetzt nicht ab, weil da kommen immer nur irgendwelche Meuten von unglaublich vielen Viechern raus. Dann wäre das hier bestimmt einfach der andere Weg gewesen, den wir hätten lang gehen können da vorne. Da ist noch einer. Ich hoffe einfach, dass wir davon jetzt möglichst viele einfach erwischt haben von den Flecken. Mann. Habe ich den Fleck? Nee, habe ich nicht. So, jetzt aber. Die paar Münzen sollen mir dabei ja jetzt egal sein. Huch. So, hier ist noch einer. Und da. Huch. Und da. Ich hoffe einfach mal, das waren jetzt alle von diesem Bildschirm hier. Hui. Geh dann mal hier gucken. Da ist eine Mini-Röhre. Das ist eine Röhre, aber sie ist winzig. Ja, wir gucken gleich mal. Aha. Ansehen. Da gehe ich nicht rein. Das ist eine Falle. Ich habe Angst. Die greifen sich doch jetzt alle wieder so an, wie der eine eben wahrscheinlich. Autsch. So, powerblocke die auf jeden Fall erstmal wieder weg. Dann, mal schauen. Habe ich noch einen großen Hammer irgendwo? Das wäre sehr nice. Ich versuche einfach mal die Mortenkarte jetzt zu benutzen. So, hab da jetzt davon. Und dann, ich habe gerade nämlich nichts Großes Flächendeckendes mehr. Deswegen nehme ich da einfach mal noch den Fünfer-Dings hier. Und dann schauen wir mal, was passiert. Was kann schon schief gehen? Okay, die sind schon mal platt. Gut. Ich hoffe, wir brauchten das Morten-Original nicht für irgendwas. Aber ich fände es immer blöd, wenn man, ich sag mal, es kann ja eigentlich nicht sein, dass man Dinge, die man noch braucht, einfach so einsetzen kann, oder? Du hast ein Stück des Farbsterns erbeutet. Gut gemacht. So, und jetzt müssen wir ja eigentlich nur noch erstmal gerade hier nebenbei noch unsere blaue Farbe wieder auffüllen. Sehr schön, dass das mit Grün funktioniert. Farblehre ist was Tolles. Oh, da geht der letzte einsame, oder da gehen die letzten einsamen. Soll ich das jetzt noch aufmachen? Ich glaube nicht, oder? Na gut. Dann würde ich mal sagen, gehen wir nach hier. Und wenn meine Berechnung, oder wenn das halbwegs richtig ist, dann sollte uns das hier hinführen. Richtig. Gut, Mario, hier kannst du die Stücke des Farbsterns wieder zusammenfügen. Geschafft, der kleine Farbstein ist repariert. Sammle ihn ein und dann weg hier. Alles klar. Einen Sprung weiter. Oh Gott. Oh Gott. Nett von dir, dass du den Farbstein für uns zusammengebaut hast. Oha. Ein hammermäßiges Dankeschön. Oh Gott, und wir haben gar nicht so viel Leben gerade. So viel Leben, oder? Attacke. Okay, ich heile mich kurz.
Dann habe ich tatsächlich auch keinen Powerblock mehr, was gerade ein bisschen blöd ist, weil man damit halt immer so schön die Gegner erstmal ruhig stellen kann. Dann nehme ich hier mal so einen Doppelsprung. Und dann weiß ich es nicht. Ich habe ja nämlich gerade nichts mehr, was so geil ist, muss ich ehrlich zugeben, so ein K.O.-Hammer. Dann hätte ich vielleicht wenigstens einen schon mal ausgeschaltet. Wir müssen gleich ganz dringend Karten kaufen gehen. So. Ich heile mich. Sehr schön. So, und nun. Aha. Okay. Gut, der wäre schon mal weg und... Okay. Okay. Süß. Moment, dann nehme ich einmal den. Dann habe ich noch den. Und dann nochmal den. Die halten ja doch tatsächlich gerade recht viel aus, ne? Hm. Gut, der ist weg. Gut, der letzte Sprung war jetzt zu viel, aber die anderen haben wir wirklich gebraucht, ne? Also das ist krass. Finde ich jetzt. Level up. Nice. Sehr schön. Bald brauchen wir gar keine Farbsterne mehr. Dann können wir solche Riesenflächen wie das Meer und sowas alles selber einfärben, weil wir einfach so unglaublich viel Farbe schleppen können. Ist das nicht schön? Ich finde das schön. So, jetzt sammeln wir hier wieder alle... oh Gott, sammeln wir hier Herzchen wieder alles ein. Sehr schön. So. Hätten wir das. 99%. Willst du mich verarschen? Aber es fehlt auch noch ein Stern da im Bonsai-Hain. Vielleicht bringt der uns da ja weiter. So, erstmal ab nach Port Prisma. Wir sind nämlich unbedingt darauf angewiesen, jetzt noch ein paar Kärtchen zu bekommen. Das wäre tatsächlich nicht schlecht. So gespeichert habe ich ja gerade. So. So. Ich verkaufe erstmal welche, weil ich teilweise noch so viele Karten habe, die ich nie einsetze. So einen großen Huchhammer zum Beispiel. Braucht kein Mensch. Allgemein nutze ich einfach keine Huchhämmer. Also kann ich eigentlich irgendwo sehen, dass ich so und so viele von so und so viel Karten habe? So, Gut, dann kaufe ich aber auch noch ein paar, weil ich habe halt tatsächlich absolut gar keine Hämmer mehr oder kaum noch welche. Fünf. Fünf und hiervon von mir aus auch nochmal. Jetzt habe ich sechs. Gut, ist ja erstmal etwas. Und dann gucken wir mal. Gucken wir mal weiter. So, nee, speichern muss ich nicht. Das mache ich gleich wieder, wenn ich zur Weltkarte gehe. Ja, glaube ich, automatisch, wenn ich mich jetzt nicht komplett irre. So. Ja, bitte. Haben wir jetzt eben eigentlich irgendwas freigeschaltet dadurch, dass wir da im Bonsai-Hain irgendwas gemacht haben? Ich gehe da nochmal runter. Bonsai-Hain, nee, Mammutbaumforst, Bonsai-Hain. Oh, tatsächlich. Wir gehen zum Kobaltbunker. Da gibt es auch mal wieder nur einen Stern. Dann machen wir das doch einfach direkt.
Sieht schön aus. Okay, hier ist nix. Hier geht's noch weiter. Hallo. Es sind tolle Schnäppchen. Nur 1000 Münzen. Okay. Hey, du hast im Moment zu viele Karten. Das Set besteht aus 30 Karten. So viel Platz brauchst du also mindestens. Okay. Wir bekommen ein... Wir haben 77 von 99. Das heißt, wir dürfen nur 69 Karten haben. Okay, da muss ich mal ein paar wegtun. Die muss ich ja nicht zwangsläufig verkaufen. Also wir können, klar, wir können sie verkaufen. Aber die Münzen bekommt man hier halt eh nachgeschmissen. Weswegen ich jetzt halt einfach mal ein paar wegtue. Hier so einen kaputten Hammer, der kann noch weg. So einen uneingefärbten K.O.-Hammer kann noch weg. Einfacher kaputter Sprung kann weg. So, eine muss ich noch wegschmeißen. Dann schmeiße ich hier noch so einen Hüpfpushen weg. So, dann müsste das jetzt passen, oder? Ist ein tolles Schnäppchen. Immer noch 1000 Münzen. Kartenset erhalten. Okay. Wie immer dankt. Und falls jemand fragt, von mir hast du die Karten nicht. Okay. Okay. Aber er lässt sich einfärben. Von daher ist das wohl halbwegs richtig, was wir hier tun, ne? Aber da liegen auch noch zwei fette blaue Böppel. Da noch und da noch. Das heißt, wir können... Wahrscheinlich kriegen wir die Tür da sonst nicht auf oder so. So. Da. 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 Und da. Huch, da. Welche ist unsere blaue Farbe alle? Da. Und hier. Und da. Gott. Okay, den haben... Ja, toll. Die können wir jetzt alle nicht, tragen oder was. Ich guck mal, ob ich noch so ein paar Billo-Karten wegschmeißen kann. Hier, den habe ich von ihm eben nicht gekriegt. Den habe ich von ihm eben auch nicht gekriegt. Davon hatte ich genug. Ich nehme mal den mit. Riesiger Hammer. Okay. Und das. So. Hier ist nur ein Stern. Oh Gott. Hey, guck mal, Münzen. So. So. Und hier. Mann. Alter. Noch mehr Münzen und noch mehr Farbe. Sehr schön. So, dann den. Jetzt können wir das aufmachen, ne? Attacke, glaube ich. Mhm. Wo sind wir? Hier steht ja alles unter Wasser. Ich könnte wetten, die Röhre endet auch irgendwo im Wasser. Aber naja, mit Röhren kennst du dich besser aus, Mario. Wie hast du alles im Griff? Nicht, dass wir groß die Wahl hätten. Oh, sind wir etwa unter Wasser? Es ist so still, aber wir können doch immer atmen. Es ist mal wieder Zeit. Herzlich willkommen zur neuesten Folge der... Sniffit Show! Ganz recht, es ist wieder soweit!
Mein Name ist Sniffit und ich führe Sie durch diese Show. Und unser Kandidat heute ist, welche Überraschung, unser alter Freund Mario. Die Show geht über insgesamt 7 Runden. Wenn du 4 davon gewinnst, bekommst du den großen Preis, einen kleinen Farbstern. Wenn du alle 7 gewinnst, gibt es eine extra Runde. Verwende deine Karten, um die Aufgaben zu lösen und vergiss nicht, sie einzufärben. Du kannst eine Aufgabe auch überspringen, aber das wird als falsche Antwort gewertet. Bist du bereit für die Show? Ich hoffe. Oh Mann, ich habe Angst. Sehr gut, dann begib dich bitte in die Kandidaten, in den Kandidatenbereich. Fangen wir an. Runde 1. Gucklochkarte. Erkenne die Karte, die dir gezeigt wird. Aufgepasst. Oh Gott, ich habe Angst. Ist grün? Es ist ein großer Hammer. Das ist ein großer Hammer oder ein ganz normaler? Es müsste ein großer Hammer sein, ne? Oh Gott. Bitte löse jetzt die Aufgabe mit Hilfe deines Kartensets. Nee, der ist zu groß. Glaube ich. Ich glaube, es müsste so einer sein. Oh Gott, ich habe so Angst. Ah. Sehen wir mal, ob du richtig liegst. Ja. Richtig. Ich hab Angst. So weit, so gut. Runde 2. Kelbkarten. Wir zeigen dir nun 3 Karten, die du gleich darauf wiedererkennen musst. Ich habe Angst. Aufgepasst. So ein komischer Bohrpushen, so ein Hüpfpushen und ein kaputter Sprung. So ein Bohrding, kaputter Sprung und Hüpfding. Okay. In der Reihenfolge? Gab's, also, ohne Scheiß, muss das jetzt eine bestimmte Reihenfolge sein? Hier, so ein Hüpfding war dabei. Jetzt muss ich das komische Bohrdinger nur hier finden. Da. Und einen kaputten Sprung. Da. Ich hoffe, das muss in keiner bestimmten Reihenfolge gewesen sein. Ansonsten kann ich die... Moment, kann ich die tauschen? Moment, zurück. Weil das Bohrdingen war nämlich oben, dann in der Mitte war der kaputte Sprung und dann war das Grüne. Gott, ich hab Angst. Sehen wir mal, ob du richtig liegst. Ja! Ja! Nice! War da die Reihenfolge jetzt wirklich wichtig? Oh Gott. So weit, so gut. Runde 3. Kartensalat. Oh Gott. Wir zeigen dir nun 2 Karten, die du danach identifizieren musst. Aha. Dreifachhammer und Wurfhammer? Dreifach kaputter Hammer, ne? Oh Gott. War aber ein normaler Wurfhammer und kein großer, oder? Oh Gott. Dreifach kaputter Hammer? Haben wir einen kleinen Wurfhammer? Wir haben gar keinen kleinen Wurfhammer, glaube ich. Mal schauen, wenn der uns... Da ist ein Wurfhammer. Ich hoffe, das ist jetzt wirklich nur ein kleiner Wurfhammer. Ich glaube, es war ein großer, oder? Es war bestimmt ein großer. Eine muss ich noch gewinnen, oder? Glückwunsch, das sind jetzt 3 richtige Antworten. Fehlt nur noch eine für den großen Preis. Oh, ich hab Angst. Runde 4. Ausmalkarte. Wir malen vor deinen Augen eine Karte aus. Du musst dieselbe Karte aus deiner Sammlung wählen und genauso weit einfärben wie in der Vorgabe. Oh Gott. Der Feuerlöscher. Ah. Okay. Ähm.
Feuerlöscher. Hat der Dings uns einen Feuerlöscher gegeben, der Typ da hinten? Ich hab keinen Feuerlöscher. Doch, da ist mein Feuerlöscher. Hierher ziehen. Bereit, so. Oh, Moment. So, glaube ich. Oh Gott, ich habe gerade so Angst, dass das zu viel ist. Passt das so? Ein bisschen zu weit, glaube ich, ne? Aha. Oh, es zählt. Huha. Ha. Glückwunsch, das waren jetzt 4 richtige Antworten hintereinander. Der große Preis ist dir damit sicher. Vielleicht kannst du aber auch noch den legendären Schatz mit nach Hause nehmen. Runde 5. Ich habe Angst. Kartenmischer. Wir zeigen dir nun 3 Karten, die du im Anschluss identifizieren musst. Okay. Ein großer Huchhammer, eine Eisblume und so ein Dingen. Ist ein großer Huchhammer, ne? Ja. Und so ein Stachelding. Gab's da eine Reihenfolge? Nö, ne? Okay. Was war das dritte? Großer Huchhammer? Stachel in Eisblume. Huha, huha. Wo ist er denn? Großer Huchhammer. So, bist du eine Eisblume? Du bist eine Feuerblume, du bist eine Eisblume und so ein Stachelhut. Den hatte ich doch da vorne gerade irgendwo gesehen. Ja, bereit. Großer Huchhammer, Eisblume und so ein Stachelhut. Schauen wir mal, ob du richtig klickst. Ja, ich hoffe. Eisblume. Stachelding. Großer Huchhammer. Nice. Soweit, so gut. Runde 6. Trudelkarten. Wir zeigen dir 3 Karten, die du daraufhin wiedererkennen musst. Toll. Ein Eisendings, ein großer Pilz und ein großer Sprung. Eisensprung, großer Pilz und großer Sprung. Oh Gott. Großer Pilz. Eisensprung. Und großer Sprung. Oder war das der riesige Sprung? Ich glaube, das war der riesige Sprung, ne? Kann das? Haben wir einen riesigen Sprung? Nee. Muss nur ein großer gewesen sein. Ich habe nichts Größeres, ne? Es war auf jeden Fall ein recht großer Sprung. Und was Größeres habe ich nicht. Nee. Nö. Sehen wir mal, ob du richtig liegst. Oh Gott, bitte. Nice. Nice. Ja. Ich habe Angst. Muss ich ja zugeben. Unglaublich, du hast schon 6 Runden gewonnen. Und hier kommt die 7. Runde. Wenn du die gewinnst, darfst du an der Extra-Runde teilnehmen. Viel Glück. Runde 7. Merkkarte. Kann mir doch nichts merken. Wir zeigen dir nun 4 Karten. Präge sie dir gut ein. Ach du Scheiße. Aber wenigstens nicht wieder so rumflattern. Grünes Drehring. Feuerhammer, kaputter Hammer und K.O.-Hammer. Grüner Sprung. Feuerhammer, kaputter Hammer und K.O.-Hammer. Sag uns, welche Karte fehlt. Kaputter Hammer. Der kaputte Hammer fehlt. Da. Sehen wir mal, ob du richtig liegst. Ich stell dich mal vor, man hätte das Kartenset von dem Typen am Anfang nicht gekauft. Dann hätten wir niemals im Leben die richtigen Karten dafür gehabt. Damit hast du jetzt recht verdient, deine Fähigkeiten in der Extra-Runde unter Beweis zu stellen. Löse die 3 Aufgaben und du erhältst als Preis einen Schatz, der so legendär wie extravagant ist. Doch bei nur einer falschen Antwort heißt es Game Over. 3 richtige Antworten für einen Wahnsinnspreis, eine falsche Antwort für das absolute Nichts. Was sagst du? Willst du es versuchen? Muss ich dann alles noch voll, nochmal machen? Ich hab Angst.
Ah, komm. Extra Runde Teil 1. Trudelkarten 2. Wir zeigen die drei Karten, die du im Anschluss wiedererkennen musst, okay? Es ist ein Powerblock, es ist eine Feuerblume und es ist so ein Typ. Powerblock, Feuerblume, Typ. Okay. Ja, laber nicht. Powerblock, Feuerblume, Typ. Powerblock. Feuerblume. Jetzt brauche ich noch den Dude. Typ. Feuerblume, Typ. Attacke. Powerblock. Feuerblume. Typ. Typ. Oh. Oh, spannend hier. Mir alles viel zu aufregend. Es ist Samstagmorgen. Ich sollte eigentlich Wochenende haben. Sieht so aus, als hättest du nicht mehr genug Farbe. Soll ich dir für... Ja. Bitte sehr. Extra Runde Teil 2. Kelbkarten. Was waren Kelbkarten? Wir zeigen dir drei Karten, die du daraufhin identifizieren musst. Dann mal los. Ein großer Eisensprung, ein kleiner Huchhammer und ein Doppelsprung. Großer Eisensprung, Doppelsprung und kleiner Huchhammer. Großer Eisensprung, Doppelsprung, Huchhammer. Jaha, großer Eisensprung, haben wir den irgendwo? Hallo? Großer Eisensprung. Doppelsprung. Und jetzt noch einen kleinen Huchhammer irgendwo finden. Da. Großer Eisensprung, Doppelsprung, kleiner Huchhammer. Oh. Großer Eisensprung, Doppelsprung, kleiner Huchhammer. Eine Runde müssen wir jetzt noch richtig machen. Oh Gott. Die Spannung ist kaum auszuhalten. Wir kommen zur letzten Aufgabe der Extra-Runde. Extra-Runde Teil 3. Merkkarte 2. Wir zeigen dir nun drei Karten, die du dir mitsamt ihrer Details einprägen solltest. Was für Details? Ein kleiner Hammer, dieser blaue Drehsprung und ein großes Ding. Ein kleiner Hammer, blauer Drehsprung und das große Grüne. Okay. Kleiner Hammer? Willst du mich verarschen? Das weiß ich doch nicht. Bitte löse jetzt die Aufgabe mit Hilfe deines Kartensets. Ich tippe einfach mal auf den großen grünen, weil warum nicht? Den habe ich nämlich noch. Ah, ich will nicht. Ach, der Cheep-Cheep. Oh nein, ich dachte, der... Mann. Ja, mal schade. Das war's für die Extra-Runde. Und für dich. Oh, oh. Game over. Wir haben jetzt gar nichts, oder? Haben wir gar nichts? Haben wir auch nicht den kleinen Farbstern gewonnen? Bis zur nächsten Folge. Tschüss!